Die AfD bittet ihre Mitglieder nach einem Medienbericht um zusätzliches Geld. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, schreibt Bundesschatzmeister Klaus Voormann in einer Rundmail, dass sich die Partei in einer schweren finanziellen Notlage befinde. So habe die selbsternannte Alternative für Deutschland im Jahr 2019 weniger Spenden eingenommen als in den Vorjahren, was sich wiederum auf die Höhe der staatlichen Parteienfinanzierung auswirke. Wegen illegaler Parteispenden musste die AfD zudem im April eine Strafe von rund 400.000 Euro zahlen. Auch gegen Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel laufen noch Ermittlungen wegen Parteispenden aus dem Ausland.